Mit dem symbolischen ersten Spatenstich wurden am 5. Juni die Baumaßnahmen zur 10. Sächsischen Landesgartenschau 2026 offiziell gestartet. Dabei wurde im Kurpark Bad Schlema ein Blutahorn gepflanzt. Mit dabei auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, der von der Entwicklung Schlemas vom Bergbauort zum Kurbad weiß. Das ist ein kleines Wunder. Aber das haben Menschen gemacht, die das wollten, die die Kraft damals gehabt haben. Und Kurt Biedenkopf, mein Vorgänger, hat damals gesagt, ich möchte, dass ihr eine Zukunft hier habt. Das ist, ihr seid so anständige Menschen, ihr habt eine so tolle Kultur. Wir werden das hinkriegen. Und diese Kraft, die man hier in Bad Schlema sieht, in Aue, im Erzgebirge, die brauchen wir für die kommenden Jahre. Wir können in Sachsen noch so viel erreichen, wenn wir uns vertrauen, wenn wir zusammenhalten, wenn wir ehrlich miteinander umgehen. Das freut mich, wenn ich hier sein kann. Und ich freue mich, wenn wir die Landesgartenschau dann gemeinsam eröffnen. Die Sächsische Landesgartenschau wird folgerichtig unter dem Motto vom Wismutschacht zur Blütenpracht stehen. Mit den Planungen knüpft die große Kreisstadt Aue-Bad Schlema an die bisherigen umfangreichen Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten an, die in Bad Schlema nach dem Ende des Uranbergbaus durchgeführt werden mussten. Oberbürgermeister Heinrich Kohl bedankte sich in seiner Ansprache für das Geld, das vom Land Sachsen in den Ort fließt. Ich finde, an solchen Tagen so über das Geld zu reden und sich da zu bedanken, das ist zwar nett, aber es ist unser gemeinsames Geld. Das haben die Sachsen erarbeitet und wir setzen es an der Stelle ein, wo es am wichtigsten ist, hier im Erzgebirge in Aue, Bad Schlema, für diese Landesgartenschau, um den grünen Berufen eine Möglichkeit zu geben, zu zeigen, was sie wirklich können, um etwas für die Entwicklung zu tun und diesen Ort noch lebenswerter zu machen und einfach die Zuversicht, die Kraft zu entwickeln. Sachsen muss ein stabiles Land bleiben. Mit der Ausrichtung der 10. Sächsischen Landesgartenschau 2026 ist der Erzgebirgskreis nach Oelsnitz im Jahr 2015 erneut Gastgeber für ein herausragendes Gartenfestival. Wie wird man Ausrichterstadt? Das spielt immer das Konzept eine Rolle. Und das ist halt ein kluges Konzept, was Dinge verbindet, was vor allen Dingen auf Nachhaltigkeit setzt, dass man auch nach 10, 20 Jahren zurückkommt und sagt, das hat damals begonnen, das hat einen richtigen Schub gegeben. Man sieht das in Frankenberg, sehr, sehr schön. Und was ich mir wünsche, ist, dass hier vor allen Dingen regionale Firmen, regionale Baustoffe, regionale Gehölze eingesetzt werden. Unter dem Motto vom Wismutschacht zur Blütenpracht hatte sich die Stadt Aue-Bad Schlema im Jahr 2021 für die Gartenschau beworben. Im Februar 2022 wurde der Zuschlag durch das sächsische Kabinett erteilt. Nachdem im April 2023 ein Dresdner Büro den Wettbewerb um die Planung gewonnen hatte, konnten im Frühjahr 2024 die ersten Bauarbeiten beginnen.